Ich gehe hinaus in diese Welt und streit mich, doch weiß manchmal nicht, was Streit ist. Und verglichen mit all dem, was man wissen kann, weiß ich auch, ich weiß nichts. Was lässt mich denken, das Recht sei auf meiner Seite? Ich bin manchmal selbst zerstritten und weiß nicht, wohin. Woher will ich wissen, dass das Recht ist, wofür ich streite? Und letzten Endes ist vom Mond aus betrachtet nicht alles, an dem wir uns aufhängen, so unendlich klein? Kann ich nicht auch manchmal einfach klein beigeben? Muss es immer gleich Streit sein? Wo von vornherein klar ist, es wird Wut und Tränen geben, danach nichts als den Wunsch, es lieber gelassen zu haben, diese schroffe Art, Menschen nicht anzustupsen, sondern ihnen einen heftigen Schubser zu geben. Manche fallen, und dabei frage ich mich, ob das noch Streit ist. Sie fallen und werden nicht gehalten. War dann nicht der Schubsende ungehalten? Sollte man schubsen im Streit? Was ist Streit eigentlich? Vielleicht fange ich andersrum an und mache mir eines klar. Was ist Streit nicht? Streit ist nicht gegen jemand anderen anredend und ihn zwingen aufzugeben. Streit ist nicht sich verwehren, sich ehrenlos den Rücken zukehren und Hass vermehren. Streit ist nicht laut schreien und ohne Feinheiten gegeneinander gemein sein. Streit ist nicht rot rohen und schonungslos Fotos vom Krokus wortlos vom Thron stoßen, was Blödsinn wäre. Aber wer macht nicht gelegentlich in einer von ihm als Streit bezeichneten Handlung eine viel größere Blödsinnigkeit? Beim Streit geht es um Wahrheit und positive Einstellung, denn Streit ist nicht gegen, sondern für etwas sein, deshalb heißt es auch für etwas streiten. Für die besten Ideen am oberen Ende der Bandbreite, aber auch für Kleinigkeiten. Wer gut streitet, überzeugt den anderen von der eigenen Meinung, aber niemals um jeden Preis. Beim Streit geht es auch darum, gesittet zu bleiben. Bestimmte Regeln sind für mich unerlässlich, sonst wird es hässlich. Ganz klar meine Regel Nummer 1. Ich höre gut zu. Niemand hat sich bisher um Kopf und Kragen gehört. Außerdem, wie will ich den anderen für meine Sache bewegen, wenn ich nicht weiß, was ihn bewegt? Regel Nummer 2. Ich bleib dabei. Mitten im Streit ändert sich viel. Manchmal dreht es sich im Kreis und alles fährt Achterbahn, aber ich gebe nicht auf. Ich bleib dran. Egal was passiert, ich bleib konzentriert. Habe ich keine Kapazität für den Streit, lasse ich es lieber sein, aber ich würde mich niemals halbherzig streiten. Regel Nummer 3. Geht es nicht auf direktem Weg, wechsle ich auf die Metaebene. Wie wollen wir reden, führt manchmal weiter als das, was wir reden. Es ist auch hier wie so oft im Leben, führt kein direkter Weg zum Ziel, erreicht man es auf Umwegen. Ansonsten sage ich, was ich denke, aber verpacke es wie ein gutes Geschenk, sodass es der andere gerne öffnet und offen für meine Worte ist. Stark in der Sache, milde in der Art, die Juristen kennen es wahrscheinlich. Fortiter in res, suaviter in modo, wie es der Lateiner sagt. Wenn wir so streiten und wichtige Grundregeln beherzigen, ist Streit gar nichts Schlimmes. Es ist keine Unart und kein Unding, sondern die Basis des Zusammenlebens. Nur im Streitfall wird klar, dass dort eine Grenze war, wo sie vorher niemand sah. Im Streitfall kommen Interessen in Einklang und nur durch Streit kommt Gesellschaft weiter. Streit trennt die Spreu vom Weizen, ist von Natur aus immer Reibung und reibt die Menschen auf. Doch auch ein Diamant wird aus dem Vollen geschlagen, gesiebt, geschliffen, gerieben, bevor er edel glänzt, schimmert, strahlt, blinkt und wirklich wertvoll ist. Jetzt möchte ich ein letztes Mal normativ sein. Seid ein Teil derer, die den Stein feilen. Geht hinaus in die Welt und sucht Streit. Dankeschön.